So, manche haben sich vielleicht gefragt, was der letzte Beitrag sollte mit den animierten Sawaki-Fotos. Und da komme ich nochmal drauf zurück. Man hat natürlich den Text kaum verstanden und die Untertitel funktionierten auch nicht. Also das war wirklich sehr experimentell. Ich habe aber ein paar Versuche gemacht mit Ton aussteuern am billigen Laptop, völlig sinnlos. Und der Text ist ja auch auf meinem Blog erschienen und tatsächlich ist er etwas zeitlos, denn ich habe in der Diskussion auf Buddhaland dann auch festgestellt, dass das Thema immer wieder aufkommt und dass Sawaki sich, da ich gerade nochmal Samurai-Texte übersetzt habe, die demnächst rauskommen mit älteren schon mal publizierten Texten aus dem Hagakure, die aber vergriffen sind aus der Piper-Ausgabe, die stelle ich also nochmal zusammen mit neuen Übersetzung, dass diese Philosophie, dieses Gedankengut schon bei Samurai vorhanden war, dass Sawaki da zitiert, also eine Tradition hat. Und ich glaube, demnächst werde ich mal mit jemandem auch darüber ein Gespräch führen. Da kann man nochmal die Diskussion auch ums Tiere töten oder essen anschließen und sich fragen, ob das nur sophistische Ausreden sind, wenn jemand meint, es gäbe da eine Möglichkeit, ne, rhetorisch geschickt es so darzustellen, als würde man am Ende ja doch niemanden töten können, außer sich selbst, wenn man jemanden tötet. Also darüber wird nochmal zu sprechen sein. Und dieses Scheppern, das mein Notebook da erzeugte, das passte irgendwie ja zu diesen, wenn ihr euch vielleicht erinnert, an diese Tonaufnahmen des japanischen Kaisers, ne, wo er die Kapitulation erklärt, also zu dieser Zeit und diesen Gedanken, die ja die Kritiker nur dem Faschismus zurechnen können, ohne die Wurzeln in der Samurai- und Zen-Kultur weiter erörtern zu wollen. Also darauf komme ich zurück, dass der Beitrag bleibt jetzt mal so stehen. Es gibt ja ansonsten einmal die Woche diese Experimente mit AIs, die ich innerhalb von 4 Tagen schon mal vorproduziert habe mit englischen Texten. Und einmal mache ich so wie jetzt was Aktuelleres auf Deutsch. Und heute zeige ich einfach mal wieder ein Buch aus meinem Verlag. Ach, das ist ja jetzt wieder spiegelverkehrt. Und zwar ist das erschienen als Paperback und als Hardcover. So wollten es die Herausgeber. Ein Trio aus ehemaligen Schülern und Schülerinnen dieses Zen-Meisters Genzo Sasaki Roshi, der 2019 gestorben ist und in Deutschland aktiv war. Ich kannte den nicht, bin dem nie begegnet. Und hier sind eine Menge Vorträge drin. Also das Buch ist sehr dick, ja. Und deshalb der Preis auch gerechtfertigt. Ich habe gerade hier von meinem Bruder die Aufzeichnung von Michel Houellebecq, der ja einer meiner Lieblingsautoren ist, bekommen aus einer Zeit, wo er sehr gestresst war. Er hat ja diese viel diskutierten Pornoaufnahmen gemacht. Die sind im Moment, glaube ich, noch nicht freigegeben. Er meint, er sei da über den Tisch gezogen worden. Und mein Bruder hat mir da ein passendes Geschenk gemacht, denn mir wäre das Buch mit 100 Seiten und 20 Euro zu teuer gewesen, selbst bei meinem Lieblingsautor. Und jetzt hatte ich es doch. Und ich muss sagen, dann sind die 33 Euro haben wir hier, glaube ich, ja, für das Hardcover anstehen, für über 400 Seiten auf jeden Fall gerechtfertigt. Jetzt lese ich mal gerade was aus der Einleitung vor, damit ihr mal ein Bild habt von diesem Lehrer. Er war im Jahr 1990 mit 42 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland gekommen. Und ich lese auch mal was von hinten, also den sogenannten Klappentext vor. Er ist also ein Dharma-Nachfolger von Omori Sogen Roshi. Da gibt es ja noch einen anderen, den man hier kennen könnte, weil der wiederum den Genpo Döring zu seinem Nachfolger gemacht hat. Der Sasaki Genzo ist also ein anderer offizieller Dharma-Nachfolger von Omori Sogen, der Schwertkampfkunst lehrte, Kalligraphie, Kunst
Kunst. Da gibt es in Deutschland auch noch jemanden, der, glaube ich, nur in der Kalligraphie als Meister autorisiert ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, nicht offiziell als Zen-Lehrer. Und der eben auch Zen machte, dieser Omori Sogen. Genzo Sasaki verband das auch alles, die Pinsel, Kunst, den Schwertweg und Zen. Und hier ein kleiner Auszug, wie das da ablief. Die Session begann in der Regel am Montagnachmittag und dauerte bis Sonntagmittag. Ein Wecken war um 4 Uhr in der Früh, ein Session-Tag endete um 22 Uhr mit der Abendrezitation. Danach war noch Zeit für Yasa, Nachtsitzen. Gelegenheit für Sansen, persönliches Gespräch, gab es dreimal am Tag. Roshi zeigte uns ein sehr dynamisches, vielfältiges Zen. Die Insignien seiner Zen-Übung und Schulung waren eben, wie ich sagte, das Sitzen, die Kalligraphie und das Schwert. Neben ausgiebigen Sazen, Ginhin, Gehmeditation und Kalligraphie war auch Zeit für Sutra-Rezitationen zur Verbesserung der körperlichen Flexibilität durch Gymnastik. Besonders großen Wert legte Roshi dabei auf die japanischen Makoho-Übungen. Fußnote besteht aus zumeist 4 Meridian-Dehnübungen. Jo, das mal so als kleiner Teaser, wenn ihr einen japanischen Zen-Meister entdecken wollt, dann unterstützt das. Ich habe Glück gehabt, dass diese 3 Personen mir das Buch in so einer Form vorlegten, dass also praktisch nichts zu korrigieren war. Mir ist ja damals der Rechner abgeschmiert. Ich musste die Festplatte austauschen lassen, hatte dann auch natürlich einige Daten verloren, wie das so ist. Und da meinte ich doch kurzerhand aus Thailand, mach doch bitte einfach die Korrekturen selbst. Es gibt da vielleicht noch formal ein bisschen was zu ändern. Aber ansonsten sieht es so aus, als hättet ihr da wirklich sorgfältig gearbeitet. Das hatte ich so fast noch nie. Also bei 1 oder 2 Büchern aus der Edition Nippon waren die Übersetzungen so gut und auch schon so gut vorlektoriert, dass es beeindruckend war. Aber ansonsten hat man eigentlich relativ viel zu tun, wenn man die Texte anderer bekommt, auch formal. Sie haben auch das Cover gestaltet, dann gab es da ein Probeexemplar, da waren sie nicht mit einverstanden, so ganz, das habe ich gar nicht zu Gesicht bekommen. Das lief also alles aus der Ferne und schließlich war das Buch dann beim zweiten Versuch auch für sie, also formal okay, also auch der Umschlag. Und das habe ich noch nie gemacht, dass ich so ohne großen Zugriff zu haben, das einfach so hab laufen lassen. Das war auch mal eine interessante Erfahrung. Und man wünscht sich natürlich, dass man immer so gut vorgearbeitete Texte bekommt. So, was mache ich jetzt? Ich wollte gerade hier nochmal ein Foto zeigen. Ich bin also außer dem Samurai-Buch auch gerade dabei, nochmal wie die letzten beiden Jahre ein eigenes Zen-Buch zu schreiben. Diesmal wird es vor allem aus Geschichten bestehen. Hier seht ihr ein paar Kalligraphien und Genzo Sasaki. Also ich werde diesmal nicht die Koan-Antworten, die Sätze, die Schlüsselworte oder Phrasen zum Anlass nehmen, so ich mal assoziativ, Geschichten zu erzählen und Anekdoten, sondern diesmal werde ich ganze Geschichten erzählen, weil ich gesehen habe, dass das im Moment sehr gut läuft bei Amazon. Hat sicher auch was mit der Verschlagwortung zu tun oder dass die Autoren sich Fantasienamen geben, die indisch klingen. Aber ich habe mir gedacht, meiner, den ich ja einfach in 2 chinesisch klingende Silben auseinandergezogen habe, meinen italienischen Vornamen Guido in Guido, der könnte vielleicht auch noch denjenigen, der noch nichts von mir gehört hat, darauf bringen, dass das genauso gut ist, wie wenn man Chandra Singh oder wie auch immer sich nennt. Und all diese Bücher haben gemein, dass sie diese Geschichten erzählen
Und die aber dann, sage ich mal, mit ziemlich üblichen und typischen Kommentaren versehen. Ich hoffe, dass meine sich dadurch noch unterscheiden. Das ist dann vielleicht doch der Grund, warum sich das Buch nicht so verkauft wie die. Auf jeden Fall werde ich auch bei der Verschlagwortung, bei dem Untertitel diesmal mächtig vom Leder ziehen und vielleicht auch ein bisschen bei der Vermarktung. Bei der Gestaltung der Vermarktung dieser anderen Bücher auf Amazon sieht man, dass die wohl offenbar wesentlich damit zu tun hat, dass die sich so verkaufen. Es ist schade, aber das hat man ja auch auf YouTube, nur ist mir auch schon öfter gesagt worden, wenn du da mehr gehört werden willst, musst du eben da auch anders rangehen. Klar, dass man die Filme da nicht so machen kann wie den Sawaki-Clip neulich, aber es geht eben auch darum, dass man reißerische Titel braucht. Mir geht das immer mehr auf die Nerven als Konsument. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich hier nicht mehr so viele meiner abonnierten YouTube-Kanäle gesehen habe, die also ständig mit diesem, das hatte ich schon mal erwähnt, Next Level und alles paradiesisch und so weiter, mit diesem Wortgeklüngel auf sich aufmerksam machen und die sich auch zu sehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber ja, ich habe ja in der letzten Zeit mein Gesicht nicht so oft gezeigt. Und trotzdem ist das natürlich auch so ein Problem, wenn man ein Buch schreibt mit den eigenen Anekdoten. Wie nimmt man sich dabei noch zurück, dass es doch mehr um die Botschaft geht, um den Inhalt? Kürzlich habe ich da eine größere Diskussion auch verfolgt in einem Budo-Forum, wo es darum ging, dass die Autoren eines Buches ja, sich darüber beschwert haben, dass immer die Person, der Autor, im Mittelpunkt steht und dass die anderen auch nicht, die Leser nicht davon wegkommen, zunächst mal über dieses Anhimmeln des Gurus dann zu Käufern und zu Zuhörern zu werden. Tja, also hier war das bei mir nicht so, ne? Ich kannte den Herrn ja nicht und habe mich also durch die Texte, die mir zugestellt wurden, davon überzeugen lassen, dass das veröffentlichungswürdig ist. Und ich hoffe, dass meine, die ich jetzt gerade schon Korrektur gelesen habe, die dann an die Lektorin gehen, in diesem Zen-Buch auch jemandem was geben. Wenn ihr das dann also seht, und ich werde auch noch mal ein bisschen was daraus dann vorlesen, dann wundert euch nicht, dass ich da jetzt auch mal auf diese Marketing-Schiene aufspringe. Denn natürlich muss ich mich auch fragen, bin ich blöd, dass ich das nicht so mache wie die anderen? Denn die haben eigentlich nicht mehr zu sagen, sondern möglicherweise sogar weniger. Jedenfalls trauen sie sich nicht so, lehnen sich nicht so weit raus. Und ihr könnt das ja in den Bestsellerlisten und der Zen auf Amazon sehen, ne? Wozu das führt. Die Geschichten von, kann ich auch mal die Konkurrenz großherzig erwähnen, obwohl ich jetzt gar nicht genau weiß, wo die erscheinen. Aber ich glaube im selben Haus, bei Random House, nicht mehr bei Barth, sondern bei Drömer. Ich bin mir nicht ganz sicher, von die Paul Reps mal rausgegeben hat mit Neogenze, also das Senzaki. Die haben die meisten von euch, denke ich, schon mal gesehen oder zu Hause stehen. Diese 101 sind aber viel mehr Geschichten. Da sind auch welche aus Mumunkant drin, die Oxford-Bilder. Das waren eigentlich so welche aus einer Quelle, die mir bekannt ist, die ich auch gerne genommen hätte. Da sind viele Bekannte dabei. Jemand, der auch meinen Kanal regelmäßig sieht, hat kürzlich auch eine der Geschichten, die ich selbst aufgreifen werde, in ähnlicher Form erzählt auf seinem Kanal. Und diese Ohne Worte, ohne Schweigen, heißt das so? Also jedenfalls diese 101 Geschichten da von Paul Reps und Neogenzen Senzaki rausgegeben, die waren sehr eingängig, ne? Und die kommen jetzt nochmal neu bei einem anderen Verlag. Ich musste also meine aus diversen anderen Quellen speisen und da kam mir natürlich zugute, dass ich meine ganzen Bücher durchgegangen bin, um zu gucken, was ich da loswerden kann. So, also ich weiß gar nicht, ich glaube, das Paperback
mit dem gleichen Inhalt und Cover kostet so um die 20 Euro. Müsst ihr mal selbst gucken. Und ich werde mal zusehen, dass ich es noch ein bisschen in den Foren vorstelle. Und dann kommen demnächst also mindestens noch 2 neue Titel raus. Und die nächste Woche melde ich mich dann nochmal auf Deutsch und werde mal was erzählen, was ich nicht ins Buch aufgenommen habe. Das ist auch noch eine kleine Anekdote. Natürlich wollte ich mich nicht wiederholen. Und zwar mit meinen eigenen Stories, mit denen ich die Geschichte illustriere. Die werden ja vielleicht sogar mir wieder in den Sinn gekommen, auch wenn es diesmal um Geschichten und nicht um Sprüche geht. Und dann habe ich mir mein letztes Buch vorgenommen und tatsächlich einen Doppler gefunden. Aber nicht in der erläuternden Geschichte, sondern in der Ausgangsstory. Denn da waren ja auch ein paar drin. Da gab es Schlüsselsätze in einem Kapitel, japanische Ideale und Kampfkunstideale. Und dann gab es eben am Anfang noch ein paar Geschichten. Und tatsächlich hatte ich die eine also dann doppelt. Die habe ich dann wieder rausgenommen aus dem neuen Buch. Aber da die Erläuterung dazu anders ist, lese ich die dann mal vor. Und dann wollte ich natürlich noch mit meinem allerersten Buch, das ich als Meister Bo liefen ließ, vergleichen und festgestellt, dass ich kein einziges Exemplar mehr hier hatte. Und ich habe das schon vom Markt genommen. Und zwar, weil das mal in einem Wettbewerb eingereicht war und nicht unter meinem Verlagslabel lief. Das wollte ich später nochmal ins Verlagsprogramm reinnehmen oder vielleicht mit dem anderen verbinden irgendwie als Sammelband. Und jetzt hatte ich das nicht mehr und auch die Datei nicht mehr. Die war wahrscheinlich auf dieser gecrashten Festplatte drauf und ich hätte schwören können, dass ich die hochgeladen habe in die Cloud. Ich muss also jetzt von jemandem, der dieses Buch hat, also zum Glück verschicke ich ja immer Belege auch an Grafiker und Lektorien, so ein Exemplar erbitten, um zu schauen, was da noch für Storys drin sind. Aber ich glaube, das mache ich vor der Veröffentlichung nicht mehr. Also wenn jemand feststellt, dass ich mich wiederhole, sorry, ne? Ich werde 60 und da vergisst man schon sein eigenes Geschreibsel manchmal. Grotesk, ne? Wenn man dann runtergeht, seine Bücher aufräumt und merkt, dass man von seinen eigenen nicht mehr eins hat. Aber ansonsten eigentlich auch nicht weiter tragisch, wenn ich jetzt nicht nur hätte abgleichen wollen. Ne? So, bis dann.